Jetzt ist es offiziell. Kein anderer Newcomer hat es direkt so weit Leute, geschafft. Mero hat wirklich alles komplett rasiert. Aktuell spricht wirklich ganz Deutschrap über ihn. Mero bricht erneut die Rekorde. Wie erklärt ihr euch den Erfolg von Mero? Sollen denn in 14 Tagen 80% der Deutschen diesen Song hören? Iceberg. Ich hab gelernt zu fliegen erst bei Gegenwind. Jeder redet, doch ist nach einem Tag in meinem Leben still. Wollt aus Favelas in den Porsche Panamera springen. Deshalb geb ich ein Fick drauf, was ein Arbeitgeber will. Seit ich rappe, ist jedenfalls die Hoffnung aller Gottes. Jeder kann aktiviert Manager und sucht einen Rap. Erst kommt der Fleiß, dann Blut, Tränen, Schweiß, dann der Hype. Und am Ende der Neid als Echo. Neue Rekorde im Wochentag, du nutzt so wollen, was ganz locker. Und trotzdem reden manche hier nur von Unfair. Die Tats unter Hype und Erfolg, dich am Hunger liegt, du kleiner Pü. Wallah, keine Geduld, Mann. Ich bin jung, gesund, will mehr Klunker. Ein paar Batzen sind schon gebunkert. Habe aber dafür zu viel Last auf die Schulter. Ich habe das Spiel mit dem Feuer gehasst, aber nie Paranoia gehabt. Damals haben die Leute gelacht, denn ein Macher wird, bis er es schafft, nur ein Träumer genannt. Ich bin on fire, fire, fire. Was ist das für ein Hyatt, Hyatt, Hyatt? Sie wollen, dass ich scheitere, aber nein, Mann. Du bist mir kein Krieg, ich bin als kleine Spinn. Immer noch on fire, fire, fire. Was ist das für ein Hyatt, Hyatt, Hyatt? Sie wollen, dass ich scheitere, aber nein, Mann. Du bist mir kein Krieg, ich bin als kleine Spinn. Auf dem Weg nach oben wollten so viele, dass ich es schaff. Aber komisch, seit ich oben bin, wurde aus Liebe Hass. Kam aus dem Dreck, keiner hat mich gecheckt. Heute sagen sie, sie waren schon immer dabei. Mein Herz wie ein Stein, doch dein Stein ist mit Diamonds bedeckt. Jetzt und hängt an der Kette am Hals. Sag Mero, klotz los, Mero kauft Kicks, Mero macht dies, das, na Mero macht Hits. Sag, wie ist es, mach im Fehler, doch gibt keine Fix. Bei mir läuft, ob du willst oder nicht. Ja, ich war damals auf Arabia Push. Digga von Rotterdam bis Digga Busch. Doch Gott sei Dank wurde ich nicht wie paar aus meiner Gegend hier von dieser Straße geschluckt. Nee, Schule wollte mich hochnehmen, aber ohne mich lohnt sich nicht. Wir wollten Kohle ziehen, wolltest du keine Ausbildung oder Kurse gehen. Und kein Shirt auf dem Open steht, kurz losgelegt. Auf einmal Wertschuss hochverlegt. Sie tun so, als hätten sie Millionen Budgets. Nur so in mein Schoß gelegt, als hätte ich keine ganze Generation geprägt. Pam in den 80er Jahren kamen meine Eltern aus Kälte. Heute schick ich sie mit Hell Almania und bin erste Klasse. Tickets straight auf die Cayman. Trage die Hände vor meinem Gesicht, denn wir sind nicht das Größte, das auf dieser Welt ist. Zu viele Helden, doch der da oben sieht alles. Das ist mein Statement. Ich bin on fire, fire, fire. Was ist das für ein Hyatt, Hyatt, Hyatt? Sie wollen, dass ich scheitere, aber nein, Mann. Du bist mir kein Krieg, ich bin als kleine Spinne. Immer noch on fire, fire, fire. Was ist das für ein Hyatt, Hyatt, Hyatt? Sie wollen, dass ich scheitere, aber nein, Mann. Du bist mir kein Krieg.